Was geht? Wie wir wissen, bei Narzissten dreht sich alles um Aufmerksamkeit. Der Narzisst will deine Aufmerksamkeit. Und oftmals machen die auch so kindische Aufmerksamkeitsspiele. Das heißt, das ist vielleicht manchmal so der letzte Strohhalm, an dem die sich so festhalten können, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Vielleicht ist der Narzisst dich gerade am Verlieren. Und jetzt du machst No Contact und kontaktierst den Narzissten nicht, ignorierst ihn und alles, gibst Stonewall, Grey Rock, No Contact, alles. Und auf einmal provoziert dich der Narzisst. Vielleicht persönlich und man sieht sich vielleicht irgendwo oder sonst was. Und der Narzisst provoziert dich da, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder im Schreiben, online oder sonst was. Und da darfst du nicht drauf reinfallen. Auf keinen Fall. Weil die machen diese ganzen Aufmerksamkeitsspiele. Nur um wieder Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn du da drauf reinfällst, dann haben sie dich wieder. Dann spielen sie wieder mit dir. Und das willst du ja nicht. Vielleicht hast du jetzt Schluss gemacht. Oder sonst was, oder bist jetzt weitergezogen, oder keine Ahnung. Vielleicht denkst du auch in letzter Zeit ans Schluss machen oder ans Verlassen von diesen Menschen, ja. Und der Mensch spürt das. Und weil die Beziehung in letzter Zeit so ein bisschen mehr kaputt gegangen ist, spürt dieser Mensch das und jetzt provoziert dich der Narzisst mehr. Das ist das Warum und da darfst du nicht drauf reinfallen und anfangen mit dem Narzissten Punkt 2, nämlich zu diskutieren. Du darfst nicht auf die Provokation reinfallen und du darfst auch nicht auf die Diskussion reinfallen, weil Narzissten lieben Diskussionen. Das gibt eine Menge Aufmerksamkeit. So eine Diskussion. Da darfst du nicht drauf reinfallen. Oftmals, ich habe das so oft erlebt, diese Narzissten, diese toxischen Wesen, oftmals, die diskutieren einfach mit dir, nur um zu diskutieren. Nicht, weil die diskutieren wollen oder weil die diese Meinung vertreten da. Nein, die wollen einfach nur diskutieren, damit die Aufmerksamkeit bekommen, damit die ein Gehör bekommen, damit du die anguckst, ja, keine Ahnung. Aber einfach so, damit die Aufmerksamkeit bekommen. Und damit die deine Zeit verschwenden können. Ich habe das so oft erlebt, die lieben es, deine Zeit zu vergeuden. Die lieben es, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die lieben es, deine Zeit zu vergeuden. Wenn du auch so keine Zeit gerade hast. Und die kommen, ah, ich muss dir aber was sagen. Ich muss aber hier, wir müssen aber reden. Und will dann nur wieder mit dir diskutieren. Ich habe das Gefühl, die Kamera ist schief. Ich habe das Gefühl, die Kamera ist etwas schief. Ich muss die gerade mal ein bisschen richten. Ist das besser? Ja, ist glaube ich ein bisschen besser. Egal. So, wo war ich stehen geblieben? Das hat mich jetzt ein bisschen genervt. Nee, du darfst nicht dann so auf die Diskussion reinfallen. Die kommen dann, ich muss aber mit dir reden. Wir müssen aber hier diskutieren. Wir müssen hier aber über diese Sache hier reden. Und jetzt gehst du mir nicht einfach so davon. Und wie die mit Angst dich auch ja immer kontrollieren. Und sowas. Da darfst du nicht drauf reinfallen. Und dann auf die Diskussion reinfallen. Weil das ist, was die dann wollen. Die wollen, dass du dann mit denen stundenlang da diskutierst. Deine Zeit vergeudest, ah stimmt, das wollte ich sagen. Ja, oftmals, du hast dann vielleicht auch gar keine Zeit. Du hast vielleicht gar keine Zeit und sagst, ey, ich habe keine Zeit, ich muss da und dahin. Die lieben es. Hast du es nicht gesehen in ihren Augen, wie die sich freuen so, während die mit dir diskutieren und die lächeln so richtig narzisstisch. So, haha, ich vergeude gerade deine Zeit, haha, gell. Du bist eigentlich gerade dahin, aber ich vergeude deine Zeit, haha. Und die lächeln so schadenfroh und alles und das provoziert dich noch mehr. Und da fallen auch viele drauf rein. Ich bin auch vorher immer drauf reingefallen und habe mir gedacht, was ist mit diesem Menschen? Was,
Jetzt grinst er mich so hässlich an und diskutiert darum und diskutiert einfach nur, um zu diskutieren, und es führt zu keinem Ende und sonst irgendwas. Deswegen fall nicht drauf rein. Diskutiere nicht nur, um zu diskutieren, da mit diesen Narzissten. So, von deiner Seite ist wahrscheinlich eh nicht so, dass du diskutierst, um zu diskutieren. Aber du weißt, was ich meine. Sobald du merkst, es geht so in diese Richtung, verlass diesen Moment. Verlass den Ort, wo du gerade bist oder sonst was. Geh spazieren, geh raus. Verlass diesen Menschen da in dieser Situation. Auf jeden Fall. Weil so wollen die dich austricksen, immer so spielen Narzissten mit dir, die provozieren dich, weil das ist oftmals so, die provozieren dich, sodass es zu einer Diskussion kommt, und dann diskutieren die mit dir stundenlang und vergeuden deine Zeit und provozieren dich noch weiterhin in dieser Diskussion. Und nach dieser Diskussion fühlst du dich so richtig schlapp. Deswegen darfst du nicht darauf reinfallen, weil so, die rauben dir deine ganze Energie. Alles rauben die dir aus. Und am Schluss fühlst du dich richtig elendig. Deswegen das Beste, was du tun kannst, ist diese Methode, die ich immer sage: keep it short, keep it simple, keep it moving. Ja, und das betrifft alles in dieser narzisstischen Beziehung. Ja, keep it short, keep it simple, keep it moving. Du merkst, es geht in die falsche Richtung. Keep it moving. Keep it moving, egal was dieser Mensch sagt. Du bleibst jetzt hier, wir reden. Du stehst für dich selbst ein. Du darfst da nicht so ängstlich sein. Nein, ich gehe jetzt. Du sagst, nein, ich gehe jetzt raus. Du bist jetzt gerade nicht hier anzusprechen. Mit dir kann man gerade nicht reden. Wir reden, wenn du ruhiger bist. Beispielsweise jetzt, ja. Weil wenn der dann so wütend wird, dieser, gerade so dieser Narzisst und sonst was, die sind komplett kopflos. Da macht es gar keinen Sinn, mit diesen Menschen zu reden, wenn der wütend ist und sonst, ist komplett unlogisch. Die sind dann so emotional, die ergeben überhaupt gar keinen Sinn und die sind unerreichbar. Im Endeffekt, generell eine Diskussion mit so einem Narzissten ist nichts. Ist es doch so. Die vergeuden nur deine Zeit. Wie oft war es so? Schreibt es in die Kommentare. Wie oft war es so? Und die haben irgendwelche dummen Diskussionen angefangen. Und es hat nichts gebracht. Man ist nicht irgendwie so stimmig geworden und hat irgendwie so einen Entschluss gefunden, oder wie das heißt. Man ist nicht zu einem gleichen Nenner gekommen oder sonst was. Zu einer, ja, zu einem Entschluss. Es bringt nichts. Eine Diskussion mit einem Narzissten ist immer so. Wie soll ich das beschreiben? Ihr versteht das sowieso, ihr habt es erlebt. Die es erlebt haben, die wissen, wie das ist, so eine Diskussion, dass das so irreführend ist und dass es zu nichts führt, das komplett zwecklos ist. Aber ich versuche das gerade so zu beschreiben, richtig. Aber eigentlich denke ich, habe ich es gut beschrieben. Es führt einfach zu nichts. Du musst es so vorstellen: der fängt mit dir an und dann redet ihr einmal über dieses Thema, über dieses. Dann kommt ihr wieder zurück zu dem, dann wieder da, dann wieder dies, dann wieder das, dann wieder jenes. Ja, und die lenken dann noch während der Diskussion noch ab. Ja, vielleicht triffst du dann mal auf irgendwas und du hast recht, und dann lenken die dich wieder ab. So ist eine Diskussion mit einem Narzissten. Die sind wie kleine Kinder, ja. Die ergeben null Sinn. Die ergeben null Sinn. Wenn du mit denen diskutierst, dann redest du über dies, dann redest du über das, dann diskutierst du darüber und darüber. Und am Ende denkst du immer: über was haben wir eigentlich geredet? Was war eigentlich das Problem? Ist es nicht so? Und ist es nicht so? Ja, jedes Mal, du diskutierst mit diesem Narzissten und denkst dir: was war jetzt eigentlich das Problem? Die lassen dich extra immer mit Fragezeichen da stehen, damit die immer einen weiteren Grund haben,
um mit dir zu diskutieren. Die machen das extra. Die lassen immer die Diskussion offen, dass es immer weitergehen kann. Warum? Weil die Drama lieben. Deswegen, fall nicht drauf rein. Fall nicht drauf rein. Ey, wer erklärt so krass wie ich, ganz ehrlich? Muss ich gerade mal sagen. Wer erklärt das so krass? Wer macht diesen Breakdown so? Deswegen, für alle, die es nicht gecheckt haben, ich weiß nicht, was mit euch los ist. Aber das ist auf jeden Fall dieses narzisstische Game. Ich denke, besser kann man es nicht beschreiben. Genau so ist das. Und du denkst dir jedes Mal, was ist das Problem? Und dann willst du vielleicht auch wieder mit denen weiter diskutieren, weil du es hast, etwas offen zu lassen. Und du willst etwas beenden. Das war auch mal mein Problem. Und dann gehst du hin und willst darüber reden. Aber bei Narzissten bringt das nichts. Es kommt nie zu einem Ende der Diskussion. Die lassen die Diskussion immer offen, damit immer wieder eine Diskussion entstehen kann. Das ist ein Kreislauf. Ein toxischer Kreislauf, den du durchbrechen musst. Indem du jetzt sagst, weißt du was? Ich diskutiere nicht mehr. Ich falle nicht mehr drauf rein. Denn es ist immer, wir drehen uns im Kreis. Das ist eine gute Beschreibung. Man dreht sich im Kreis. Und es ist wie vielleicht warst du jahrelang mit so einem Narzissten. Und du hast das gemerkt durch die Beziehung hinweg. Jahrelang. Dasselbe Thema. Immer wieder im Kreis. Immer wieder im Kreis. Und du versuchst diesem Narzissten das nahezulegen, so, ey, lass doch mal bitte das. Ja, immer du das. Und man diskutiert. Und es führt zu nichts. Und das geht vielleicht jahrelang so. Dieselbe Diskussion, jahrelang. Glaub mir, du bist nicht der Einzige, der so eine Beziehung hatte. Oder die Einzige. So viele haben solche Beziehungen. Und jahrelang, man diskutiert über denselben Stuss. Und eigentlich weiß man gar nicht, über was man diskutiert, aber man diskutiert einfach, weil es einfach so toxisch ist und alles. Weil du voll drauf reingefallen bist. Auf das narzisstische Spiel. Und jetzt bist auch du süchtig nach Drama. Und weil du ja es hast, Dinge offen zu lassen, ja, damit, wisst ihr, was ich meine? Damit machen die dich süchtig nach denen. Auf so einem richtig toxischen Weg. Du hast es, Gespräche offen zu lassen, Diskussionen offen zu lassen. Du willst die Dinge klären. Die tun es nicht. Extra, ja, und du versuchst das zu regeln, und es kommt zu nichts, und du fällst drauf rein, und du fällst drauf rein, und du fällst drauf rein. Irgendwann bist auch du toxisch, und ihr pumpt euch da gegenseitig an und sowas. Deswegen, ich habe das so oft erlebt, ja, gesehen und mitbekommen und alles, und davon auch gehört von euch in Coachings und alles. Ihr seid nicht die Einzige. Das machen die, ich würde sagen, mit jedem. Und die tricksen dich aus, die ziehen dich da in ihr toxisches Spiel. Die ziehen dich da rein in dieses toxische Spiel. Und du darfst nicht drauf reinfallen. Du darfst nicht mitspielen. Das ist, wie du gewinnst. Bei diesem toxischen Spiel. Spiel nicht mit. Mach nicht mit. Diskutier nicht mit dem. Besser ist noch, red überhaupt gar nicht mit denen. Wenn du merkst, das sind so, du hast es mit solchen Menschen zu tun. Ich bin mittlerweile so krass. Jetzt nicht, ich rede überhaupt gar nicht mehr und wir reden nicht. Nee, aber ich gucke, dass ich, wie gesagt, keep it short, keep it simple, keep it moving. Genauso gehe ich dann mit denen um. Short, simple und weiter. So, ich merke, mit dir bringt es nichts, irgendwie zu reden. Ja, bei mir gibt es dann nur noch kurze, schnelle Antworten, keine Intimität mehr, nichts Privates mehr, short, simple. Und wenn es in die falsche Richtung geht, dann gehe ich weiter. So musst du mit denen umgehen. Auf jeden Fall, wenn du das jetzt gecheckt hast, die kommen immer, diese Menschen oder dieser Mensch. Keine Ahnung, wie das jetzt in deinem Leben ist.
Und dieser Mensch kommt immer und versucht mit dir zu diskutieren und versucht immer hier, will mit Stress anfangen. Vielleicht hast du solche Menschen, die dich immer so sticheln und Stress anfangen wollen und sonst was. Und dann kommt es immer zu einer Diskussion. Vielleicht hast du so einen Nachbar oder so einen sogenannten Freund. Und die tun das. Und nach dieser Diskussion fühlst du dich so richtig ausgelaugt. Wenn du genau weißt, was ich meine, tu das jetzt. Du merkst, es geht in die falsche Richtung. Du gehst einfach. Ganz ehrlich, wie oft habe ich irgendwelche Diskussionen einfach so verlassen? So habe mir gesagt, habe einfach gesagt, weil ich es gedacht habe. Und es war mir sowas von egal, was die Person von mir gedacht hat. Bei diesen Menschen, irgendwann ist mir sowas von egal, was die denken. Und ich sage, ey, diese Diskussion ist mir zu blöd, ich diskutiere nicht mehr mit dir, ich drehe mich um und gehe. Und ich diskutiere nicht mehr. Das ist das Beste, was du tun kannst. Was denkst du, wie baff die sind, wenn du das tust? Wenn du einfach nicht mehr mit denen diskutierst und sagst, das ist mir zu blöd, ich diskutiere hier nicht. Das führt zu nichts. Manchmal musst du es offen sagen. Genau das, was du denkst. Wenn du das die ganze Zeit mitmachst und du diskutierst und das führt zu nichts, sag einfach, was du denkst. Und du merkst, wie denen ihr fragiles Ego kaputt geht. Und die sind da beleidigt und jetzt wollen die nicht mehr mit dir diskutieren, weil du bist ja voll beleidigend und so. Du bist ja voll böse. Und jetzt lassen sie dich vielleicht in Ruhe. Vielleicht ist das das Tool, das du gebraucht hast. Und vielleicht lässt er dich jetzt endgültig hoffentlich in Ruhe. Einfach nur, weil du sagst, ey, mit dir bringt eine Diskussion nichts. Eine Diskussion mit dir ist irreführend. Es bringt nichts. Überhaupt mit dir zu reden ist belanglos. Es bringt nichts. Es bringt mir nichts. Und du gehst. Was denkst du, wie baff die sind? Die werden dich eventuell in Ruhe lassen, hoffentlich. Aber wie gesagt, fall nicht drauf rein. Fall nicht drauf rein, bewahre deine Energie. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht. In diesem Sinne, wir sehen uns das nächste Mal. Peace.